Simpel und ehrlich. Das sind wohl die Stichwörter, wenn es zu Singer-Songwritern kommt. Fast täglich entdecke ich neue Musik und allgemein bin ich inzwischen recht offen für jedes Genre. Ich denke, dass nahezu jede Musik irgendwie ihre Daseinsberechtigung hat. Klar höre ich privat auch selten Schlager, aber selbst die haben ihre Daseinsberechtigung. Zudem denke ich auch, dass es keinen Sinn ergibt, ein Genre wie Pop allgemein zu verteufeln. Natürlich gibt es klare und offensichtliche Popmusik, doch im Prinzip ist oftmals alles Pop, was populär ist. Daher kommt ja auch irgendwie der Name. Doch ist Eminem jetzt Pop und kein Hip-Hop, weil er in den Charts ist? Keine Frage, die sich klar beantworten lässt, aber definitiv zum Nachdenken einlädt. Doch auch wenn ich im Prinzip einen sehr breiten Musikgeschmack habe, gibt es ein Genre, das mich in den letzten Jahren sehr stark eingenommen hat, insofern man es als Genre bezeichnen möchte, versteht sich. Ich spreche hier von Singer-Songwritern. Heute möchte ich mal über meine Leidenschaft dafür sprechen. Über die Leidenschaft, die mich inspiriert und so weit reicht, dass ich inzwischen selber bereits weit über 50 Songs, die in diese Richtung gehen, geschrieben habe. Angefangen hat für mich alles 2009. Ich stöberte so durch YouTube und entdeckte einen jungen Rotschopf, der inzwischen vielen Leuten sehr bekannt sein sollte. I'm Layla and I'm joined by Ed Sheeran. How are you today? I'm very well, how are you? Good, good, very well. We're very lucky to have you here and I must say, I'm still very surprised about your age. You're only 17, right? Yeah. Ed Sheeran, damals noch ohne Album und nur mit einigen EPs, war und ist für mich ein ganz besonderer Musiker. Irgendwie ganz simpel, authentisch und er selbst. Eine Little Martin und ein Loop Pedal, das ist alles, was er braucht. Keine Band oder großes Drumherum. Simpel. Dieser Gedanke des Simplen, des Einfachen, ist auch das, was nicht nur Sheeran, sondern auch viele andere meiner liebsten Songwriter ausmacht. Weniger ist mehr, ist da wohl oftmals ein Leitsatz, der diese Musik definiert. Eine Gitarre und ein Sänger. Mehr bedarf es oftmals nicht. Sheeran nannte auch oftmals Damien Rice als eine seiner Inspirationen und so geriet ein Stein ins Rollen, der mich von einem Songwriter zum nächsten brachte. Wie viele Songwriter thematisierten Rice Songs viele zeitlose Themen, die auch bereits Künstler wie Dylan ansprachen und die natürlich auch ganz allgemein oft in der Musik zu finden sind. Unsere Gesellschaft, Liebe, Freundschaft, Familie und die Frage, wo man in der Welt überhaupt hingehört. Doch bei vielen Songwritern habe zumindest ich oft das Gefühl, dass diese Gedanken und vor allem Emotionen oftmals ganz unverfälscht sind. Sowohl ältere Songwriter wie Dylan, als auch moderne wie Rice, Sheeran oder auch Passenger sind zwei Dinge. Zum einen sind sie Geschichtenerzähler, die uns Geschichten von Menschen und Orten erzählen. Manchmal echt und manchmal wohl nur Fiktion. Zum anderen geben sie uns oftmals aber auch einen Einblick in ihre Gedanken und Gefühlswelt. For some reason I just had a feeling that I would feel comfortable being open and being me and being vulnerable. Sie erzeugen eine gewisse Nähe und Verbundenheit, doch das ist nicht zwingend geplant. Sie schreiben einfach über das, was sie bewegt. Manchmal ganz direkt und manchmal in diversen Metaphern. Ich als jemand, der selbst auch schon ein wenig geschrieben hat, kann diesen Prozess durchaus nachvollziehen, den Rice in diversen Interviews zu seinem letzten Album Favorite Faded Fantasy beschreibt. No, no, it wasn't about the rhyme. No, it popped. These things pop. Yeah. You know, yeah, they pop. They pop from a place that's not thinking about it. The fingers know so much better what to do than I do. And it's the same with the words. Yeah. The words know what they're doing so much better than what I do. They do their thing. And, you know, you could ask me, why is that word there? And it's like, well, because it wanted to be. Yeah. Manchmal überkommt es einen einfach und man muss schreiben. Ein kreativer Prozess, der meiner Ansicht nach gar nicht zu sehr analysiert werden sollte. Doch hier kommen wir zu einem Problem mit dem Genre, das sich in den letzten 2 bis 3 Jahren stark gemacht hat. Sind Singer-Songwriter wie Passenger, Rice, Dylan und trotz seiner neuen Popularität auch Sheeran bei ihren eigenen Songs meist sehr ehrlich, sind es viele populäre Songs oftmals nicht. Bei den Songwritern bleibt die Kunst erhalten, bei den populären Songs, die jetzt einen ähnlichen, simplen Stil verfolgen, allerdings nicht so ganz. Sie wirken wie Produkte. Seltsame Love-Songs, die darauf abzielen, dass sich 15-jährige Jugendliche und ohne sexistisch sein zu wollen, oftmals Frauen besonders verstanden und oder geliebt fühlen.
Namen wie Bieber fliegen da schnell durch den Kopf und oftmals habe ich als jemand, der selbst bereits Songs geschrieben hat und seit nunmehr einer langen Zeit Fan des Genres ist, das Gefühl, dass viele Leute nicht richtig unterscheiden können. Sheeran wird von Hatern in einem Satz mit Bieber genannt und Bieber wird von Teenagern für gefühlvolle und ehrliche Musik gefeiert. Eine gestellte Ehrlichkeit. Mir persönlich blutet da manchmal ein wenig das Herz. Doch allgemein verurteilen möchte ich das alles nicht. Denn das Tolle an Musik bleibt doch, dass jeder seinen ganz eigenen Geschmack hat und dass es manchmal gar nicht darauf ankommt, ob ein Song nun ehrlich aus einem Impuls von Gefühlen und Kreativität geschrieben wurde oder ob es durchweg als Produkt geplant wurde. Manchmal ergreift uns Musik auf die eine oder andere Weise. Mit ihr können wir entspannen, uns motivieren, nachdenken und inspirieren oder auch einfach nur tanzen. Die Verschiedenheit der Musik ist ihr großer Schlüssel. Orchestral oder Rock, Songwriter oder Hip-Hop, Elektro oder klassisch. Ganz egal. Ja, manchmal möchte ich mich darüber ärgern, wie engstirnig manche Menschen Musik betrachten und frage mich, warum sie nur ein Genre hören, wo es doch so viel tolle verschiedene Musik gibt. Manchmal ärgert es mich aber auch, wie wenig Gedanken sich Leute überhaupt über die Hintergründe eines Liedes zu machen scheinen. Was steht hinter dem Text? Was löst die Gitarre bei mir aus? Oder auch einfach, was haben sich die Künstler bei dem Lied gedacht? Beziehungsweise, was bedeutet das Lied für mich persönlich? Doch am Ende bin ich froh. Ich bin froh, dass ich 2009 diesen jungen Rotschopf gefunden habe und sich mir somit so viel gute Musiker erschlossen haben. Sheeran, Rice, Dylan und viele mehr wie Passengers, Stu Larsen, James Bay, Tom Odell, Ben Howard, Jamie Lawson, Foy Vance und. Danke. Wie immer natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich würde mich sehr interessieren, wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Was hört ihr für Musik? Mögt ihr Songwriter und was denkt ihr über die Entwicklung der gestellten Ehrlichkeit? Schreibt mir doch einen Kommentar mit eurer Meinung und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann schaut euch doch das hier verlinkte Video an. Das war's von mir, haut rein!